Sie möchten einmal ein Programm starten und deshalb möchten Sie die Windows-Funktion Suchen benutzen. Wir können einmal unten mit dem Mauszeiger ganz unten in die linke Ecke fahren und dann sehen wir dieses Windows-Symbol. Da klicken wir einmal mit der rechten Maustaste drauf und wandern dann auf den Eintrag Suchen und klicken die linke Maustaste. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, etwas zu suchen, und zwar im Moment ist eingestellt überall. Überall hieße also, dass wir sowohl auf unserem PC suchen, in unseren Dateien und auch im Internet. Ja, das ist also überall alles berücksichtigt. So, deswegen bleiben wir oben auf überall. Wenn das nicht der Fall ist, wandern wir hier einmal, indem wir hier einmal auf diesen Menüpfeil zeigen und die linke Maustaste drücken und dann einmal auswählen, zum Beispiel hier überall. So, jetzt kann ich hier einen Programmnamen eingeben, den ich suche. Ich nehme einmal das Programm OpenOffice. Das besteht auf mehreren Programmen und habe nur als einmal jetzt eingegeben bisher den Begriff OP. Und wenn ich jetzt hier einmal suche, hier an diesem Anfasser, der sich hier befindet, dann sehen Sie, dass hier noch viele andere Sachen hier angeboten werden. Und ich benutze aber schon sofort die erste Option. Wo habe ich sie jetzt? Bin ich jetzt hier oben? Ah, wenn ich hier oben ganz hoch fahre mit diesem Anfasser auf der Seite, dann bin ich jetzt wieder hier oben. Und hier steht eben als erstes OpenOffice. Das ist das gesamte Programmpaket. Da klicke ich einmal drauf. Das ist das Programm. Und hier könnte ich das Programm dann benutzen mit den vielen Einzelprogrammen. Hier könnte ich dann auswählen und könnte dann beginnen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich habe absichtlich hier die Symbole hier weggemacht, weil wir das gar nicht dafür brauchen. Und zwar gibt es hier unten, wenn wir unten in dieser linken Ecke fahren, da dieses Windows-Symbol, das gibt es auch auf der Tastatur, auf der Buchstabenseite, und zwar links neben der Leertaste. Da befindet sich diese Taste. Und diese Taste, die müssen Sie dann drücken und gedrückt halten, ist wichtig. Drücken, gedrückt halten und dann gleichzeitig die Taste F drücken. F wie Fenster. Und dann haben Sie auch diese Möglichkeit und hier können Sie dann auch suchen. Wir möchten ja aber keine Datei suchen, deswegen zeigen wir nochmal hier auf das Menü mit dem Mauszeiger und klicken die linke Maustaste und wählen jetzt einmal aus Überall. Und wenn wir dann wieder einmal schreiben würden, zum Beispiel einmal das Programm von Microsoft Excel suchen würden und wir würden einmal EX eingeben, dann würden wir zum Beispiel zu Microsoft Office Excel gelangen. Also alles, was jetzt dann hier darunter ist, befindet sich hier in dieser Anzeige. Und jetzt könnte ich einfach dann eben mit einem Klick auf dieses Programmsymbol hier meine Anwendung starten, mein Programm starten. So, dann könnte ich schon loslegen. Das soll es von groben her gewesen sein. Wenn Sie jetzt einen Begriff nur suchen, dann können Sie das natürlich auch wieder machen, indem Sie einmal hier unten reinwandern in die linke Ecke, die rechte Maustaste drücken, auf Suchen gehen. Und dann könnten Sie jetzt hier einmal sagen, ich suche einen Begriff, und zwar soll der vielleicht vorkommen, auch in irgendwelchen Dateien, Videos und was nicht alles. Und ich habe hier einmal einen Router, der hat so einen seltenen Namen, einen mobilen WLAN-Router. Sisel heißt der. Und wenn ich das einmal eingebe, den Begriff, dann findet er alles, was ich hier dazu auf diesem PC habe. Das wäre also dann hier ein Video, hier nochmal ein Video und des anderen wären hier dann einmal Begriffe aus dem Internet. Ich gehe einmal hier auf Zeixel Forum und dann Ergebnisse Zeixel Forum und dann sieht man hier eben die Community und hier das Forum, wo man sich darüber unterhalten kann. Das wären also Internetseite. Ich kann einmal hier draufklicken und dann
würden Sie zum Beispiel hier auf diese Internetseite gelangen. So, dann wären wir hier und könnten hier uns dann hier weiter informieren über dieses Gerät. Ich schließe einmal hier dieses Browser-Fenster, Internet-Browser, und ich wollte Ihnen noch einmal zeigen, wenn Sie hier diese Funktion genutzt haben, dass Sie hier diese Taste einmal hier auf der Computertastatur gedrückt haben, und Sie würden jetzt einmal nur kurz drücken und nicht die Taste festhalten, dann hätten Sie eben diese Ansicht, und drücken Sie einfach die gleiche Taste noch einmal und Sie gelangen wieder hierhin. Wenn Sie dann jetzt diese Windows-Fenster-Taste einmal gedrückt halten, drücken und gleichzeitig halten und dann gleichzeitig noch die Taste F drücken, dann bekommen Sie wieder, wie gesagt, eben diese Möglichkeit, hier etwas zu suchen, und zwar entweder Dateien oder überall. So. Ich würde sagen, das soll es einmal gewesen sein. Ich klicke einmal hier in dem Lernbereich, wenn ich das doch nicht brauche, und würde einmal sagen, das war's. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.